Moin, grüßt euch. Wir schreiben den 19.01.2021, es ist ein wunderschöner Dienstag. No, I'm from Switzerland, you know? No, I said to purple. Oh, okay, sorry. You look at me. Nice setupchick. Thank you. Wir machen uns wieder in die Solo-Queue-Reihe rein. Wir haben beim letzten Mal Engage gespielt, weil Engage und Apollo aber sehr wenig gesucht werden, packe ich immer beide Sachen mit rein. Und deswegen habe ich beide Maps reingemacht. Wir haben Engage noch nicht durchgespielt, nur um das festzuhalten. Wir müssen Engage nochmal ran. Ich habe aber Apollo gefunden, deswegen gehen wir heute auf Apollo rein. Okay, okay. Das Video wird wieder Moritz schneiden. Moritz, du musst gucken, ob du das vorher irgendwo einfügen kannst. Und diesmal keine Faxen. Nicht mich wieder da basten, dass ich hier Sachen mitten rein, also mittendrin noch reinlaber und reinkacken will. Das muss, was ich jetzt sage, muss man anfangen. So, heute gehe ich, wie ihr seht, also du musst jetzt hier den Score und alles ausblenden. Man darf nur die Namen sehen, ne? Heute gehe ich als Duisburger Stecher rein und da ich heute als Duisburger Stecher reingehe, ist es natürlich Pflicht für mich, hier auch zu versuchen, einen mindestens einen Knife-Kill zu erspielen. Mal gucken, ob was klappt. Letzten Satz, mach's weg. Mal gucken, ob es klappt. So, Apollo, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein lockeres Ding. Ich gehe rein als Duisburger Stecher mit einem Nutella-Messer als Avatar und ich habe freundliche Mates. Zwei Leute haben schon gesprochen, das ist nice. Ich glaube, das wird eine ganz locke Nummer. Ich bin gerade tief entspannt. Das wird ein easy win. Guck mal hier, ich bin drauf, ich bin drauf. Ich bin drauf! Wenn ich sage, ich bin drauf, dann bin ich drauf als Duisburger Stecher! Taking the hostage? I think they are already at our base. Probably yes. I think this might be... Oh, nice. This might be my first scrimmage where people are talking with me. Nice, let's go. Easy win. I always talking. Nice. Nice, let's go. Maybe behind this? That's a nasty corner. Yep. Oh, no. No one. Do you know the map? Oh, I'm sorry, my bad. Oh, I need help, I need help. He's on the right. Nice. Oh, shit, sorry. You walk in front of my crosshair. It's not a problem. We're gonna win. Ah, das hätte direkt sein können. Mist. Unlucky, made it nicht tilt. So muss das. Weiter geht's. Gute Laune. Wir halten uns mal an Matoi Ryoku. Der scheint freundlich zu sein, der scheint Bock zu haben, der kommuniziert. Wir machen jetzt hier das Tag-Team und machen das zu zweit fertig. Wir fliegen aber rein, wir sind aber mutig. Nice. Komm her, komm her, komm her. Let's go, let's go, let's go. Ah, he's dinged, low HP, 10 HP. On the left. Nice. Komm, 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 Matai. Ah, let's try. Okay, es sind aber auch nicht so schlechte Gegner vielleicht. 5000 what? It's on Russian, sorry. Ah. I don't know how it's on English. Okay, die spielen ganz schön seriös rein. Oh shit, vielleicht wird das nicht ein easy game hier. Die schwitzen ganz schön rein im Scrimmage. Die haben gute Nades, die haben Smokes. Ruska Pine. What the fuck? Privet. Yes. Yellow Blue Tip hier. I love you too, man. No, no, no. Only man sex. Oh, watch out, Nate. Okay, let's go. Crapman, I'm coming with you. Oh, one is CT, one is here. Man, I think you get ready. Oh, low HP again. Ah, die MAC-10, ich mag die nicht, diese Waffe. Oh, nice try. Uiuiui, die sind nicht man, so schlecht. You should be too ready for this. Ready for what? You wanna hear my Deutsch language? Yeah, try. Schwerer Panda spawnt in 7,5 cm Sondergrabfahrzeug. Fuck. Yeah. That's better than my Russian, I think. I a little bit learn that language in the middle school. And that's what you learn in middle school? When you learn German, what the fuck? Yeah. ETF? We don't learn English, but we learn Deutsch. And only military stuff? Yes. What the fuck? Ours Russian on the special day on military stuff, man. I'm gonna flash. Oh, he's close on the left. He's blind. He must be. Behind the sign. Fuck. Minus 45. I'm gonna take the hostage. Okay, let's go, komm. Erste Runde.
go. But can you take a German conversation? If I say, yo Mann, was geht? What? And I say, hallo, wie geht es dir? Can you answer that? Hallo, wie geht es hier? Yeah. What it means? It's like, hey, what's up? How are you? Ah. Oh ja, Opa. So you know about you know about Panzerkraftwagen, but not how to say hello and stuff. Yes. What the fuck? Guten Tag. Go on slow. Oh shit. Oh Schwalbe. Nice. Oh Scheiße. Opa. Did we get both? Yeah. Die lernen Panzerkraftwagen, aber nicht Hallo, wie geht es dir? Let's go, Mr. Panzerkraftwagen. Schwerer Panzersparwagen. No! Ah, der Shift in the smoke. You're streaming right now, yeah? Yes. Okay. I can give you nice skins. Take this. Hello, Twitch. No, I have a better one. No. I have Neo Noir. No. German spielen M4A1S, my friend. It's better, trust me. Look at the scoreboard and see who plays M4A1S. Oh, die war lecker. War da noch einer, oder nicht? It's close. Let's go. Mann, geile Mates. Nice. Where are you from? Russia. Yeah, but where? Russia. Kazan. Oh, I know that. I've been there. It's a nice place. Nizhny Novgorod! Спасибо. Ah, three of them. What the fuck? Oh. One more? Oh no. Oh! Duisburger Stecher! Let's go. Oh, nice. Ah, ich wollte es doch sagen am Anfang, aber dann hatte der Fragen gestellt. Das sollte eigentlich eine Challenge sein. Wenn ich hier als Duisburger Stecher ins Match reingehe, muss ich natürlich auch mindestens eine Person stechen. So, und das muss am Anfang irgendwo rein. Und, thank you. Und dann denken die Leute auf YouTube, was insane ist, dass ich da wirklich Knife gemacht habe. Nice. Ouch, man, my leg. Oh, Kollege. Geil, let's go. 16 zu 4, 4 zu 4. Ich glaube, wir sind confident, Mates sind geil, das ist geil. What ranks are you? 2 stars. 2 stars, Golden Over 2? Yeah. What the hell? You're playing good for Golden Over 2. I played from 2015 in 2016 I have 2 AKs. Nice. Master Guardian, yeah. What is Master Guardian in Russian? I didn't... No. Shit. I didn't remember how it's on English. Ich werde es bei Google Übersetzer reingehen und ich werde es ihm sagen. Главный опекун. Главный опекун. I think it's Главный опекун, right? No. No? No. It's probably main father or something, I don't know. Okay. But I was looking for Master Guardian and he told me it's Glavny Epicum. Lol. Behind the side. Jetzt dafür. Went back. Och. Sorry, fucking flash. Boah, lol! Wow. Das war im Laufen und der letzte Schuss. Ich dachte, ich hätte schon durchgeladen. Nice shooting. 10 HP, go in the city spawn. Okay. I take this. Mann, ey, da habe ich mich einmal gefreut, dass einmal beim Translator was rauskommt, was ich auch aussprechen kann. Und dann stimmt's nicht. Maybe behind the globe. Oh, sorry. Behind the globe, on the left. On the right, nice. On the right. Woo! Yeah! Nice. Молодец. 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 Good job. Молодец. Yeah.
Die hat geklingelt. Achtung, wildes Play. Rechts absmoken. Zack, durch. Dadurch müssen wir nur noch einen Wing kopieren und zwar diesen Wing. Nice. Sorry. Mann, geile Mates, ey. So muss das. Warum nicht immer so? Die reden, die machen mit dir Faxen. Die spielen es halt gleich aber auch gut. Aber ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wenn die weiter so machen, hier die Jungs. Das letzte Mal habe ich mit einem Full Russian Stack gespielt auf Office. Und weil die auch nett und freundlich waren, hat jeder von dem eine AK-47 bekommen. Und ich habe wieder welche und die sind alle tradebar. Wenn das hier so weitergeht und die Stimmung hier nicht mehr kippt, bin ich heute, glaube ich, wieder 5 AK-Redlines los. Und die sind teuer geworden. Die sind inzwischen bei 20 Euro. Spawn. Nice. So. Geil. Ich gehe jetzt mal woanders hin. Für die YouTube-Jungs auch mal ein bisschen Abwechslung. Weil so High-Quality-Content, manche Leute suchen dann immer was zum Meckern. Und dann schreiben die dann, fangen die irgendwann an zu schreiben, hättest du auch nicht mal links oder Mitte durchgehen können? Also muss ja nun wirklich nicht sein, dass du jede Runde rechts durchpusht. Also es ist ziemlich repetitiv geworden, fand ich. Das hat mich irgendwann gelangweilt nach 5 Runden. Sorry, da musste ich abschalten und das Video disliken. Tut mir leid. Dann gehen wir jetzt halt mal die Mitte durch und links für die letzten 4 Runden. Kein Problem, machen wir. Take it. What is hostage? What is hostage in Russian? Zaloshny. Bring it home, the Zaloshny. He's very low. Nice. Was? Einer will sein Crosshair einlösen? Oh nein. Nein, nicht jetzt. Oh. Das ist dein Crosshair? Ich hab's genauso rein copy-pasted. Oder hat er irgendwas nicht übernommen? Nee, er hat alles übernommen. Du löst ein WTF-Crosshair ein? Und das ist das Crosshair, was du mir gibst? Also ich meine, spielen würde ich damit nicht. Aber glaub mal nicht, dass der Papi da jetzt Probleme mit hat. Mit dem Ding hier. Guck mal, 1-on-5, mach ich dir fertig. 76. Nice. Also glaub mal nicht, dass der Papi jetzt hier mit zu strugglen hat, du. Man muss aber früher aufstehen, Kollege. Okay, die werden jetzt natürlich abcampen am Spawn. Aber ich habe Apollo durchgespielt, deswegen weiß ich genau, was zu checken ist. He's close. Yeah. Nice. Okay. Wow. Nice. You can do it. Very nice. Let's go! Easy Clutch. Ist das falsche? Ja, dann ist der Code falsch. Oder zu lang. Dann geht der Code nicht, weil er zu lang ist. Oh, kein Problem. Bis wir das gefixt haben, spiele ich halt so lange den Kollegen weiter. Ist ja kein Struggle für mich. Also auch wenn die Grip größer ist als mein normales Crosshair. Ach, schade. 28 Fraction. Oh, fuck. Gut, das werden halt nicht die Ranks sein, auf denen ich so ein Spiel. Aber trotzdem, Performance steht gerade. Nice, let's go. One more. Der Gegner heißt Matteo im Klatsch. Matteo im Klatsch. Da nehme ich mir noch ganz genüsslich nochmal einen Schluck aus meinem Dalukart-Henkelbecher. Mach den Stuhl auf JDM. Und genieße einfach die Show, wie Matteo jetzt im Klatsch ist. Ich trinke so aus dem Strohhalm wie so ein richtiger Hund. Alexei, komm. Der wird so richtig schlecht am Spawn stehen, wie so ein richtiger Matteo. Der steht nicht hinterm Globus. Ich sag, wenn Alexei rauskommt, links close in der Franzi-Corner wird er stehen. Also jetzt ganz links steht der. Ja, ist echt da vorne. Ah, er ist noch close. Ja, da hinten ist er. Oh, nice try. Oh, Matteo mit dem Klatsch. Das wird er auf Twitter direkt posten. I'm a little bit nervous. Why? Oh, I give you skin. Take the skin and don't be nervous. Thanks. Let's go. Ah ne, scheiße. Für die YouTube-Pater, ich wollte ja nochmal woanders hingehen. Da gehen wir nochmal hier durch. Mitte durch hat geklappt. Jetzt gehe ich nochmal hier mit Alex Shaker und Serda. Da pusht auch einer offensichtlich. Oh, mit AW sogar, ist ja frech. So, wie kommt man an einen AWP näher? Wir werfen diese Smoke. Dadurch haben wir da die Ecke weggesmoked. Das ist schlecht. You just dunked them. Oh shit, yeah. Ah, I think 8 rounds is okay. We're gonna take them. Yep. So, ich mache jetzt noch eine Runde mit dem Crosshair. Die Pistole mit dem Crosshair. I don't play CSGO with so long. Yeah. What else do you play? We play Apex. Apex Legends? Oh, okay. Yeah. Oh my god, man. You leave Counter-Strike to play Apex? What the hell? Why not? Man, it's just a little bit interesting to the CSGO community. Okay.
If they are played of the yours community and ours may so many toxics. Ja, da kann ich nichts gegen sagen, ne? Da hat er recht. Kanterleis hat das richtige Crosshair gepostet. Ich werde es mal reinmachen nach der Runde. Komm bitte, mach den. Nein, nicht wieder, jawohl, nice. Aber was auch immer das ist, ich habe hier zweimal mit einem Shit-Crosshair gespielt. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch nicht. Also, es ist kein schönes Crosshair und es ist auf jeden Fall nicht besser als das andere. Okay, das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Guck mal, wenn ich einen Headshot versuche, auf den Gegner zu machen, das Ding ist so groß wie der ganze Gegner. Okay. Da muss ich mich auch nochmal gerade hinsetzen, weil ich würde gerne das Match gewinnen. Boah, fuck. Muss eigentlich daneben aimen, um zu sehen, wo ich hinschießen muss. So, ich muss mit dem Ding 3 Runden spielen. Oh, fuck. They have one? Yes. I'm gonna get close? They have both. I have this side covered. You need to cover the left. Yeah. That one. Nice. So close. Good job. Revenge. Nice. Okay, ich muss halt close kommen. Ich muss solche Ecken abnehmen. Dann kannst du auch mit so einem Crosshair einigermaßen spielen. Wir gehen jetzt trotzdem mal auf den Deagle One-Tap. I'm coming. Nice. Oh. Tut mir leid, da müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen. Die Idee hinter dem Crosshair war T für Trilux. Okay, da müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen. Hier spielt der Duisburger Stecher mit 31-10 und Knife Kill schon. Und damit wollt ihr mich stoppen mit so einem Ding? Guck mal, ich kaufe mir sogar noch einen Zeus. Ich werde versuchen, noch jemanden zu Zeusen oder zu messern. Das ist ein frechen Entry mit Fast Switch. Wenn die nicht wissen, was ist, ein Fast Switch ist erst das hier. Underground one. Du schießt, switcht aufs Messer und dann direkt wieder auf die Waffe. Und das sieht cool. Okay. Komm, Matoi. Goldnova 2, sagt er, hat er. Hatte mal die AK. Ach, die haben beide Geiseln. Die spielen es wirklich nicht so schlecht, die Gegner. Könnte eine geile Ecke sein, jetzt brauchst du aber auch Aim. Wenn die es gut machen, pushen die Zeit gleich rein. Wenn er das holt, dann kriegt er noch was extra. Der Piep hat. That's right. So, letzte Runde mit dem Crosshair. Let's go! Mamma mia! Ich werde jetzt mal unterm Mund reingehen. Santa Lucia Bambini. Pizza Pepperoni. Parlo Italiani? Talabito. Nice. Lo studio italiano a scuola Petriani, my friend. Scuola Petriani? Petriani? Oh fuck. One is behind. Hostage. Okay. Nice. So, eigenes Crosshair wieder rein. Let's go. Oh Mann, ich will das gewinnen. Ich will das gewinnen. Also ich glaube, der Durchschnittsrang des Gegnerteams ist besser als der von meinen Mates. Deswegen muss ich echt wieder carryen jetzt gleich. Oh no. Nice, good job. Ich gehe trotzdem mal vor den Force, für den Force. Weil ich glaube, dass ich mit ein bisschen Glück, wenn ich hier campe, ein Entry machen kann. Ich hoffe, die checken nicht. Was ist das denn? Oh, jetzt ist mein Auto-Exit down. Und jetzt habe ich hier so ein T-Crosshair. They're coming middle. Underground. Shit. Ey, es ging doch so gut los. Oh my god. Let's go! Oh, zum Glück ist es die Tech-9. Und nicht die CZ. Das war krass. Komm, die 40 machen wir auf jeden Fall noch voll. Und die haben mir auch geholfen mit dem Teamkill. Aber waren dennoch krasse Shots. Ich jetzt im Full-Try-Hard-Modus. Ich will Apollo nicht nochmal spielen. Weiß nicht, ob ich nochmal so einen Squad lacke. So, jetzt genug Halligalli. Jetzt mache ich Try-Hard hier. Nice! Good job. Herr-T0. Danke. Vielleicht hätte ich das behalten sollen. Da ging aber ganz schön gut mit rein. So was, ich spiele das jetzt mal mit T zu Ende. Vielleicht ist es das T tatsächlich. Mein Real Talk, der obere Strich, den brauchst du eigentlich ja wirklich nicht. Ich bleib mal beim T-Cross, ja. Da ging gut mit rein, dann bleiben wir doch dabei. Okay, Alex Helka. Da sind welche. Nice. Oh, he's close. Nein. Oh, ich dachte, mein Mate sieht mit rum. Nein. Trapman, you got him. Oh, ich dachte, mein Mate sieht mit rum. Shit. Jawohl, on one.
Nur noch Kanter. Warte mal kurz. Kanter ist im Gegnerteam, der gerade das Crosshair eingelöst hat. Okay. Das ist doch kein Zufall, oder doch? Kanter Leis hat gerade das Crosshair eingelöst. Und der heißt wirklich so. Auf seinem Profil steht es voll ausgeschrieben, Kanter Leis. Was ist das denn für ein Zufall? Ich spiele im Scrimmage gegen jemanden, der in meinem Adventskalender die What the Fuck Crosshair Challenge eingelöst hat. Das ist ja lächerlich. Und der dachte, dadurch verlieren wir das Game noch. Das ist ja der 5-Head, das ist ja der 500-Head-Move. Guck mal, der wartet sogar darauf, dass er gegen mich spielt, damit er es einlösen kann und er den Win bekommt. So, Kanterlei ist jetzt im Klatsch gegen Matoi Ryoku. Nice. So, komm, die 40 will ich noch gern voll machen. Kann man schön ins Thumbnail reinpacken. I like this again. Really. Jetzt gehen wir mal ohne Flash rein. Ich bleib vielleicht mal ein bisschen defensiver. One more hier, T-Spawn, T-Spawn. No. Nice, Crabman. Be careful, one gets auto-snipe. Oh. Nice. Good job. Are you guys four pre-mates? Are you playing together all? Yes, me, blue and green. Yeah. Okay. Komm, let's go. 40er Bombe kannst du clickbaiten. Da klickt ihr doch drauf, oder? Ihr kleinen Ratten. Wenn da steht 40 Kills, da klickt doch sofort drauf auf YouTube, oder? Die muss ich jetzt aber noch machen. Was ist das denn? Was ist das denn? It's behind the wall. Yeah, he's reload. Nice. He's pre-fired me. Nice kill. Boah. Oh, ein Kill, komm, ein Kill, ein Kill! Da gehen wir jetzt all in. What AK-47 skins do you play? I have Safari Mesh. Dust. I will add you to friends and give you something better, okay? After the game. What? Komm, bitte ist da jemand, bitte ist da jemand. Ich brauch den einen Frag. Oh ja, da war ein Step. Ja! So, Aufrufe gesichert. Da gehen wir jetzt nochmal Ballistic. Da gehen wir jetzt nochmal all in. He's here. In the smoke or behind? Yeah. No! Hello. Good job. Nice. Good game. Thanks for the game. Geil, man. Good luck on Twitch. Well, thank you. I added all of you. I'm gonna give you a skin if you add me. Okay. I always reward friendly players when I solo queue because I so often get shitmates that just don't talk, are not friendly and stuff. So I want to reward the friendly ones. Geil. Geil, 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 ey. Das war ein cleanes Match. Mates geil. Von Matteo gezeust worden. Eingemessert. 40 Kills. Alle hatten Spaß. Die waren cool. Die haben sogar Deutsch gesprochen. Auch wenn die nur Panzerkraftwagen und sowas konnten. Das war ein geiles Match. Okay, da sehen wir die Rangs. Also Matoi hatte Gold Nova 2. Im MM. Cera hat Gold Nova 1. Crabman hat mich noch nicht angenommen. Alexek hat Gold Nova 2. Das sind Info, die ihr jetzt auf Twitch wisst. Ah, gut, kann man auch. Ah, muss man nicht ins Video packen, ist eigentlich egal. Ist ja Scrimmage, weiß man eh, dass sie im Ranks gemixt sind. Bei den Gegnern hätte es mich interessiert. Wir können ja mal gucken, was Mental hatte. Mental ist jemand aus Deutschland mit 3000 Stunden. Seth kommt aus Dänemark. Der hat 9800 Stunden. Boah, da hätte ich gerne mal die Ranks gewusst bei den Gegnern. Also die Gegner waren auf jeden Fall besser. Earth hat 2000 Stunden, Kantalais hat 1200 Stunden und Chief hat auch 2000 Stunden. Also die Gegner werden nicht so schlecht gewesen sein. Vielleicht war das sogar Legendary Eagle oder sowas. Also Matoi kriegt eine AK-47 mit 4 Face Clan Stickern. Der kriegt dann die zweite mit auch 4 Stickern. Krabmann kriegt die dritte, ich mach's jetzt der Reihe nach. Der hat, guck mal, der hat 4 Killjoy Sticker. Der hat aber nicht geredet, glaube ich, deswegen kriegt er die. Und für unseren letzten Freund Alexei, dann kriegt der die andere. So, der kriegt die mit den Killjoy. Trade-Offers sind alle raus. Können sie sich abholen. Nice, good game. Alexeika war gerade in deinem Stream, hat sich bedankt. Alexeika and your friends, thanks for playing. I hope you enjoy the skins. And keep doing what you're doing. That was a fun game. Wieder ein paar schöne Skins unter die Leute gebracht. Cooles Game gehabt, das war sehr, sehr geil. Good game. Schweine aim. Failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine Aim. Schweine